Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir miteinander ein schwieriges Kapitel der Bibel studieren können, bei dem jemand, der die Jahresbibel liest, so etwa Mitte Januar zu diesem Abschnitt kommt, die Zeit, in der diese Predigt gehalten wird. Aber ich möchte beginnen mit einem Buch, das mich sehr berührt hat. Dieses Buch ist vielfach verfilmt worden, als Theaterstück aufgeführt worden, als Musical. Victor Hugo, Les Misérables, Die Elenden. Als ich zum ersten Mal mit dem Material dieses Buches in Berührung kam, durch einen Film, blieben zwei Szenen bei mir sehr stark hängen. Das eine war am Ende, als der Gesetzeshüter, der einen gewissen Jean Valjean sein ganzes Leben lang verfolgt hat, zu der Erkenntnis gelangt, dass sein Einsatz, seine Mühe, sein Vertreten des Gesetzes falsch war. Aber die andere Begebenheit am Beginn dieser Geschichte stand für mich ebenso klar heraus. Da kommt dieser Jean Valjean aus dem Gefängnis, findet den Weg in ein kleines Dorf, übernachtet bei einem Bischof, Bischof Myriel, nennt ihn Victor Hugo, oder Monseigneur Bienvenue. Und als er dort übernachten kann, weil niemand im Dorf ihn aufgenommen hat, bekommt er das Beste angeboten. Super Abendessen mit silbernem Besteck, das beste Zimmer des Hauses, frische Decken, ein frisches Bett, Wärme, Kerzen. War einfach alles perfekt. Trotzdem konnte Jean Valjean in der Nacht nicht schlafen. Und ganz in der Früh, bevor der Morgen graute, machte er sich auf den Weg und verschwand. Mit ihm das Silber des Bischofs. Die Polizei greift ihn jedoch auf und findet in seinem Tornister Silberbesteck, bringt ihn zurück zu dem Bischof. Und sagt, er hat gemeint, dass sie ihm das geschenkt hätten. Und dann kommt die Szene, die mir bis heute noch klar vor Augen steht, wenn der Bischof sagt, das habe ich. Ich habe ihm das geschenkt. Und in der Tat, ich weiß nicht, warum er die zwei silbernen Kerzenleuchter nicht auch mitgenommen hat. Denn die habe ich ihm auch geschenkt. Sie können den Mann frei gehen lassen. Und die Polizei zieht ab. Und er packt die zwei silbernen Kerzenleuchter, der Bischof, und gibt sie Jean Valjean in die Hand. Mit folgenden Worten. Lieber Bruder Jean Valjean, Sie gehören nicht mehr dem Geist des Bösen, sondern des Guten. Ich kaufe Ihnen hiermit Ihre Seele ab. Entziehe sie den schlimmen Gedanken und weihe sie Gott. Das war im Leben dieser Figur der Wendepunkt. Er musste sich an dieser Stelle entscheiden, was er mit seinem Leben tun wollte. Und er hat es tatsächlich ab dem Moment dem Guten geweiht. Momente der Entscheidung. Was werden wir tun, wenn wir in solche ganz entscheidenden Lebensmomente kommen? Wir schauen uns heute eine Person aus der Bibel, aus dem Alten Testament an, die einen entscheidenden Moment des Lebens erlebt hat. Es ist Judas. Die Geschichte Judas findet sich eigentlich in einer anderen Geschichte hineinverpackt, in die Geschichte Josefs. Für Bibelleser ist diese Geschichte hinlänglich bekannt. Josef,
Eine Geschichte von Familienleid und Tragik, von Versöhnung und Vergebung, von Ausdauer, Ausharren und Treue zu Gott. Josef, eine schillernde Figur, die selbst unter schwierigsten Umständen seinem Gott treu bleibt. Mittendrin, könnte man sagen, relativ am Anfang eigentlich, kommt ein Kapitel, das mit Josef anscheinend nichts zu tun hat. Es ist dieses Kapitel 38, ein Kapitel, das ziemlich abrupt einsetzt, nachdem wir erfahren, dass Josef von seinen Brüdern an Ismaeliter oder Midianiter verkauft worden ist und sie ihn nun mit nach Süden nehmen, wendet der Erzähler den Blick ab und geht mit uns nicht hinab nach Ägypten, wo Josef hingeht, laut 1. Mose 39, die ersten Verse, sondern geht mit uns hinab in das heidnische, gottlose Kanaan. Zusammen mit Juda. Wir wechseln also die Hauptperson und begleiten den Bruder Juda, der vorgeschlagen hat, Josef nach Ägypten zu verkaufen, mit ins Herzen der Gottlosigkeit. Wir schauen uns diese Situation hier näher an, so wie die Bibel es schildert. Juda wird Josef für, so meint er, 22 Jahre lang nicht wiedersehen. 22 Jahre später, nachdem er verkauft wurde, Josef, gibt er sich seinen Brüdern als Josef bekannt in Ägypten, rettet die Familie. In diesen 22 Jahren passiert, was in 1. Mose 38 geschildert wird. Diese Geschichte müsste man eigentlich Rated R nennen. Restricted for Adults. Eigentlich sollte diese Verse nur Erwachsene lesen. Aber die Bibel ist trotzdem wahrheitsgetreu. Sie schönt nichts. Und ich finde es interessant, dass sie aber nicht explizites Material erwähnt, obwohl es in dieser Geschichte viel auch um Sexualität geht, beziehungsweise um Sex. Aber sie peppt es nicht auf mit Details, um unsere Neugier anzufachen, sondern worauf die Bibel Wert legt, sind die Dialoge, die in diesem Kapitel geschehen zwischen Personen, was geredet und gesprochen wird, was die innere Einstellung von Menschen offenbart. Lasst uns also hinabgehen mit Juda ins Land Kanaan. Ich lese in Vers 1, es begab sich um diese Zeit, dass Juda hinabzog von seinen Brüdern und gesellte sich zu einem Mann aus Adulam, der hieß Hira. Juda trennt sich von seinen Brüdern, trennt sich von seiner Familie. Wir können nur vermuten, warum. Vielleicht hat er es nicht ausgehalten, die Trauer in den Augen seines Vaters Jakobs zu sehen. Als er ihm das blutbefleckte Gewand des Josefs reichte und ihn fragte, erkennst du dieses Gewand? Und das Erkennen das Herz des Vaters gebrochen hat. Vielleicht auch, weil die Brüder zornig waren auf Juda, dass er diese Idee hatte, Josef zu verkaufen. Wir hätten ihn doch eh nicht getötet, wir hätten ihn doch eh nicht umkommen lassen. Wieso kamst du auf die Idee, dass wir ihn wegschicken? Juda verlässt seine Familie und verlässt anscheinend auch den Glauben. Er findet einen Mann in Adulam, nämlich diesen Hira, und der wird so ein Freund, ein kananitischer Freund. Nicht gerade ein allzu guter Einfluss, denn in der Gegenwart dieses Freundes sieht Juda eines dieser kananäischen Mädchen und sie gefällt ihm. Er wird wohl nicht nach den inneren Qualitäten gefragt haben an dieser Stelle, sondern dort steht einfach in Vers 2, er sah sie und nahm sie und ging zu ihr ein und sie wird schwanger. Das riecht in der Bibel schon nach Gefahr.
Denn wann immer in der Bibel jemand eine Frau sieht, sie nimmt und sie eingeht, gibt es Probleme. Denkt vielleicht an die Gottessöhne, die sahen, wie schön die Menschentöchter waren, sie nahmen sie und gingen zu ihnen ein. 1. Mose Kapitel 6, Vers 2. Das ist nicht gut, was du hier tust, Juda. Aber er macht es trotzdem. Diese Frau gebiert ihm in kurzen Abständen 3 Söhne. Den ersten benennt er noch. Und interessant, den zweiten und den dritten, den benennt sie. Kümmert es Juda nicht, wie diese Söhne heißen? Und dann nimmt Juda wieder eine Frau. Diesmal für seinen ersten Sohn. Er arrangiert die Hochzeit, die Ehe. In Vers 6 wird das uns berichtet. Er gibt ihr eine Frau, die heißt Tamar. Und dann beginnt das Leid seinen Lauf zu nehmen. Vers 7. Er war böse vor dem Herrn. Das Hebräische hat da eine sehr feine Wortwendung. Er war ra. Sind dieselben Buchstaben, nur umgekehrt. Er war ra. Ra heißt böse. Und deshalb lässt ihn der Herr sterben. Juda spricht zu seinem zweiten Sohn mit Namen Onan. Onan heißt übrigens Zeugungskraft, Körperkraft, Reichtum. Er spricht also zu dem, der Zeugungskraft hat: Geh zu deines Bruders Frau und nimm sie zur Schwagerehe, auf dass du deinem Bruder Nachkommen schaffest. Das ist für unsere heutige westliche Kultur etwas seltsam. Aber damals im alten Orient war das durchaus eine gängige Gepflogenheit. Verstirbt einer der Söhne, die verheiratet sind, verstirbt der Älteste auf alle Fälle und es gibt keine Nachkommen, dann hat der Nächste in der Reihe, der nächste Sohn, die Pflicht, diese Frau zur Frau zu nehmen. Und das Kind, der Sohn, der gezeugt wird von dieser Frau, gilt dann nicht als der Sohn des leiblichen Vaters, sondern als Sohn des verstorbenen Ehemanns. Onan wusste das. So wird uns das in Vers 9 gesagt. Er wusste, dass die Kinder nicht sein eigen sein sollten. Also ließ er seinen Samen auf die Erde fallen und verderben. Onan hat ein Problem. Das ist nicht Onani. Dieses Wort kommt fälschlicherweise mit Onan in Verbindung. Hier geht es nicht um Selbstbefriedigung. Hier geht es darum, dass er ein anderes Problem hat. Zum einen holt er sich seine sexuelle Befriedigung, aber er stellt sicher, dass diese Frau nicht schwanger wird. Das muss frustrierend für Tamar gewesen sein. Diese Gesinnung, Befriedigung ohne Verantwortung zu haben, ist eine Gesinnung von durchwegs immoralen Menschen in der Bibel. Vielleicht ist das eine Gesinnung, die wir heute auch ein wenig kennen. Persönliche Befriedigung ohne Verantwortung zu übernehmen. Ein typisches Merkmal, vielleicht sogar für unsere Zeit. Warum wollte Onan nicht? Weil er keine Verantwortung für seinen Bruder, für seine Schwägerin, die jetzt seine Frau ist, empfand. Weil er neidisch war auf seinen Bruder. Warum sollte sein Name in Ewigkeit dastehen? Was ist mit meinem Namen? Weil er eigennützig war. Das Familienerbe damals wurde normalerweise weitergegeben an den ältesten Sohn. Es gab keine Erbteilung im Sinne, wie wir das heute hier so kennen, sondern das Ganze, der größte Teil, wurde dem Ältesten, dem Erstgeborenen gegeben. Er war aber inzwischen tot.
der Erstgeborene mit Namen er. Also wäre Onan der Nächste in der Reihe. Ihm würde alles zufallen, wenn er jetzt einen Sohn gebiert mit Tamar, dann wäre dieses Erbe wieder weg. Eigennutz, Neid, vielleicht auch Achtlosigkeit im Glauben gegenüber. Ich weiß nicht, ob Onan etwas wusste von den Versprechen, die sein Opa erhalten hatte, Jakob, dem gesagt worden ist, dein Geschlecht wird vermehrt werden in großer Zahl. Vielleicht wollte er dieses Geschlecht nicht vermehren. Was immer es ist, Gott missfiel das, Vers 10, und er, Onan in dem Fall, starb auch. Ein bisschen erinnert das an Juda. Juda, nachdem Ruben, Simeon und Levi sich für das Erstgeburtsrecht eigentlich schon disqualifiziert hatten, Ruben hat mit der Nebenfrau seines Vaters geschlafen, Simeon und Levi haben wegen einer sexuellen Tat ein ganzes Dorf zunichte gemacht. Schrecklich, was so in dieser Patriarchenfamilie geschah. Wäre Juda eigentlich der Vierte in der Reihe gewesen? Juda konnte sich ausrechnen, dass Jakob, sein Vater, ihm vielleicht das größte Erbe geben würde, wenn da nicht Josef wäre, den sein Vater über alles geliebt hat. Ist das der Grund, warum Juda auf die Idee kommt, wie man Josef am besten los wird? Wollte er das Erbe haben? Nachdem seine ersten beiden Söhne sterben, macht sich Juda zum ersten Mal Gedanken. Die werden uns hier geschildert in Vers 11. Er sprach zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleibe eine Witwe in deines Vaters Hause, bis mein Sohn Schela groß wird. Er schickt sie also wieder zurück, dort wo sie herkommt, mit der Zusicherung, wenn mein jüngster Sohn alt genug geworden ist, dann wirst du mit ihm verheiratet, damit du das Recht, Mutter zu sein, bekommen kannst. Das will ich dir nicht nehmen, so scheint er zu sagen. In Wirklichkeit denkt er, so berichtet uns die Bibel, vielleicht würde Schela auch sterben wie seine Brüder. Das weiß aber Tamar noch nicht, also geht sie nach Hause und blieb bei ihrem Vater. Juda hat schon eine interessante Denkstruktur an dieser Stelle. Er täuscht Tamar. Und der Geburtsort des Schela, der ist nämlich in Kesib geboren, so lesen wir das in Vers 5, und Kesib heißt zu Deutsch der Platz des Betrugs und der Lüge, wird jetzt tatsächlich wahr. Mit Schela wird Lüge und Betrug geschehen. Dieses Denken, das Juda hier hatte, läuft irgendwie daneben. Hat Juda nicht gespürt, dass es nicht an Tamar lag, dass er und Onan gestorben sind? Hat Juda noch einen klaren Blick gehabt, was in seiner Familie los war? Wo die eigentlichen Ursachen der Probleme lagen? Denkt er allen Ernstes, dass die Tamar so eine Art Hexe ist, bei der einfach alle Männer sterben? Vielleicht ist es ein bisschen postfaktisches Denken, was Juda hier praktiziert. Ihr kennt dieses Modewort des Jahres 2016? Postfaktisch. Die Gesellschaft für die deutsche Sprache hat das zu dem Wort 2016 erklärt, weil es so oft in den USA gebraucht worden ist. Dort nennt man es Post-Truth, nach der Wahrheit. Nicht nach der Wahrheit strebend, sondern da ist die Wahrheit, aber da gibt es noch etwas anderes danach. Postfaktisch meint, dass man sich auf die Gefühle mehr verlässt als auf die Fakten. Gefühlsmäßig sozusagen. Das, was einem nach der Nase steht, das ist wichtiger als das, wie es ist. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nach der Berlin-Wahl letztem Jahr: Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten.
Das soll wohl heißen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten. Sie folgen allein den Gefühlen. Für Judah trifft es sicher zu. Ein postmoderner Mensch mit postfaktischem Denken. Das ist doch mir egal, wie es der Tamar geht. Mein Gefühl sagt mir, da ist was falsch dran. Warum schaut er nicht auf die Fakten? Und so missbraucht er seine Macht, die er hat. Er übt einen Missbrauch eigentlich an Tamar aus. Zuerst einmal nimmt er sie für seinen Sohn Ehe, dann befiehlt er Onan, dass sie zu ihm gegeben werden soll. Dann hält er ihr Schela vor, dann nimmt er ihr das Recht, weil er ihr Schela nicht gibt. Das hat er nie vorgehabt. Er nimmt ihr das Recht, die Mutter des Erben zu werden. Und wenn wir ein bisschen vorausschauen, in Vers 24 verurteilt er sie, mir nichts, dir nichts, mit dem Wimpernschlag eines Auges zum Tode. Judah missbraucht seine Macht, die er als Vater dieser Familie gehabt hat. Er nennt diese Frau kein einziges Mal mit Namen. Dieser erste Akt der Geschichte Judas, und versteht mich nicht falsch, es ist kein Theaterstück, ganz und gar nicht. Das ist echt. Weil dieser erste Akt geht hier zu Ende, der zweite beginnt. Vers 12, man sieht das an der Zeitwahl, die in diesem Kapitel hier gegeben ist. Als nun viele Tage verlaufen waren, starb Judas Frau, die Tochter des Schua. Auch sie wird nicht mit Namen genannt, es ist Bathschua. So heißt übrigens auch Bathseba. Das ist auch interessant, dass sie dieselben Namen tragen. Sie stirbt und Juda trauert aus, wie immer diese Zeitspanne des Trauerns war. Und nachdem seine Zeitspanne des Trauerns aus ist, geht er hinauf, so heißt es hier in Vers 12, seine Schafe zu scheren nach Timna mit seinem Freund Hira von Adulam. Da taucht er wieder auf, der Hira, sein spezieller Freund. Ich glaube, was wir hier lernen können, ist, dass man schon seine Freunde aussuchen sollte. Mit diesem Hiram gibt es immer irgendwelche Abenteuer mit Frauen. So auch diesmal. Das Fest der Schafschur. Wir sind hier in Kanaan. Es bleibt uns nicht erspart, dass ich das nennen muss. Kanaan ist ein Land, in dessen Religion man den Fruchtbarkeitskult feierte. Und man glaubte, dass die Götter im Himmel, wenn sie miteinander schlafen, die Fruchtbarkeit auf Erden schenken und dass man das kopieren kann im kultischen, im religiösen Bereich hier auf dieser Welt. Und wenn man das kopiert und es funktioniert alles gut, dann wird es umso fruchtbarer. Man nennt das Fruchtbarkeitskult. Eine Schafschur war ein tolles Fest. Da gab es Freude, da gab es eine Feier und da gab es auch Freier. Schafzucht und Unzucht, das gehörte in Kanaan zusammen. Und so geht dieser Juda nach dieser vielleicht vorgeschriebenen Trauerphase hinauf. Ganz anders wie sein Vater Jakob. Jakob in Kapitel 37 am Ende, lesen wir das, ließ sich nicht trösten über den Verlust seines Sohnes Josef. Er beweinte ihn und niemand konnte ihn trösten. Juda hingegen, sein Sohn, scheint schnell getröstet zu sein. Die Elberfelder Übersetzung klingt übrigens ein bisschen doppeldeutig. Und als Juda getröstet war, man weiß nicht ganz genau, war Juda getröstet nach ihrem Tod oder womöglich gar wegen ihrem Tod. Er geht jedenfalls hin und da trifft er eine Frau am Eingang zu Enayim. Diese Frau, Vers 15, ist Tamar.
Tamar wurde gesagt, dass der Schwiegervater hinaufgeht. Und jetzt wird sie aktiv. Sie zieht sich ihre Witwenkleider aus und legt andere Kleider an, Vers 14. Tamar hat noch getrauert. Tamar hat wesentlich länger getrauert als ihr Schwiegervater Juda. Der konnte rasch seine Witwerkleider ablegen. Vers 14 hat dann so ein Staccato an Aktion, die sie trug, die legt sie ab. Sie deckt sich mit einem Schleier, verhüllt sich, setzte sich vor das Tor von Enaim auf dem Weg nach Timna, wo er hingehen wollte, die Schafe zu scheren, weil sie wusste, dass Schela ihr nicht gegeben worden war. Tamar hat inzwischen mitbekommen, aus was für einem Holz ihr Schwiegervater geschnitzt war. Sie wird aktiv. Sie glaubt, dass wenn Juda sie sieht, und wenn Juda sieht, dass da eine Hure am Wegrand sitzt, dass sich alles Weitere ergibt. Und sie hat ihren Schwiegervater nicht falsch eingeschätzt. So wie Juda dann mit ihr spricht, ab Vers 16, erhält man auch den Eindruck, dass er das nicht zum ersten Mal macht. Er weiß genau, wie es abläuft, er weiß genau, was er sagen muss. Der Handel um den Preis für seine Begierde geht ihm leicht von der Hand. Die beiden kommen überein. Das ist der Vorschlag von Juda, Vers 27, dass er dieser Hure einen Ziegenbock geben wird. Ziegenbock, an dieser Stelle klingelt es wieder bei dem aufmerksamen Leser. Das hatten wir doch schon einmal. Mit den Fellen von einem Ziegenbock hat sich Jakob verkleidet und hat sich als Esau ausgegeben und hat seinen Vater betrogen. Mit einem Ziegenbock und dessen Blut ist das Kleid des Josef besprengt worden und Juda wird es wohl seinem Vater gezeigt haben, gesagt haben, erkennst du das? Betrug an seinem Vater. Und jetzt wird Juda um einen Ziegenbock betrogen selbst. Irgendwie hat man das Gefühl, dass der paulinische Text, dass das, was ihr tut, auf euch selber zurückfällt, hier Wahrheit wird. Ich will dir einen Ziegenbock geben, sagt er in Vers 17. Aber er hat es nicht dabei, das Pfand. Also sagt sie, okay, dann gib mir etwas anderes. Ich möchte ein Pfand haben, das du dabei hast. Wie wäre es mit deinem Siegel, mit der Schnur, das durch dieses Rollsiegel, das am Hals hängen hat, hindurchgeht? Gib mir dein Siegel und gib mir deinen Stab. Und wenn du mir das gibst, dann weiß ich, dass ich das Ziegenböcklein bekommen werde. Und stellt euch vor, Juda tut das. Juda geht einfach hin und gibt ihr das. Ohne weiteres gibt er seine Insignien der Macht, seine Identität in der Hand dieser Hure, die immer noch einen Schleier hatte und er erkannte sie nicht als Tamar. Judas sexuelles Verlangen bewölkte sein Gehirn, es trübte seine Sinne. Freimütig gab er Führerschein und Ausweispapiere her. Warum will er das tun? Und so geschieht, was er vorgeschlagen hat, als er sie sah. Wolan, ich will zu dir eingehen. Wann immer im ersten Mosebuch jemand Wolan sagt, gibt es ein Problem. Sprich mit denen, die den Turm zu Babel erbaut haben. Sprich mit denen, die in Sodom waren und zwei Männer ausfindig machen wollten, die bei Lot eingegangen sind. Wolan. Da ging er zu der gesichtslosen Prostituierten und sie wurde schwanger. Aufgrund dieses Gemäldes, das Kapitel 38 zeichnet, leuchtet Kapitel 39 noch viel mehr in goldenen Farben. Dort ist es andersrum. Eine Frau geht voran, um einen jungen Mann zu betören.
Aber der junge Mann, der so viel Leid im Leben erfahren hat, der von seinen Brüdern verachtet worden ist, dieser junge Mann Josef sagt, ich kann das nicht. Ich kann nicht gegen Gott sündigen und mit dir schlafen. Das geht nicht. Ach Judah, hättest du ein Stückchen von Josef gehabt? Vorhang auf für Akt Nummer 3. Ab Vers 24 lesen wir das. Nach 3 Monaten wurde Judah angesagt. 3 Monate später. In dieser Zeit hat Judah vorher versucht, noch den Preis, den Ziegenbock, an die Frau zu bringen. Hat seinen Freund Hiram nach Enaim gesandt. Und Hiram war noch so nett und hat von der Tempelhure, von der Geweide gesprochen. So, wenn manche eure Übersetzungen in den Versen 21 und 22 ein schönes Wort in Anführungszeichen stehen haben, die Geweide, wo ist die Geweide in Enaim? Dann ist das nichts anderes wie so eine Tempelprostituierte, die da im Fruchtbarkeitskult tätig war. Aber die Leute von Enaim sagen, wir kennen niemand, da ist niemand da. Und seltsamerweise muss das Judah zur Kenntnis nehmen. 3 Monate danach wird ihm gesagt, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist davon schwanger geworden. Jetzt zeigt sich erneut, woran Judah ein Problem hat. Führt sie hinaus, verbrennt sie. Im Hebräischen 2 knappe Begriffe. Hinaus, verbrennen. So könnte man das wiedergeben. Ganz einfach. Keine Frage, warum. Keine Frage, wieso, wie kommt's. Ganz klar, die Frau hat Unzucht betrieben. Also, tot. Tot durch Verbrennen. Der Strafspruch zeigt eine Überkompensation seiner eigenen Unmoral. Er war schließlich genau derselben Tat schuldig. Oft versuchen wir, unsere eigene Sündhaftigkeit durch Strenge in unserer Reaktion auf die Sünde anderer zu vertuschen, bewusst oder unbewusst überzukompensieren. Womöglich war das Ganze noch etwas abartiger. Vielleicht dachte er, endlich, auf das habe ich gewartet. Endlich, keine Tamar, kein Problem mehr. Jetzt kommt der Höhepunkt dieses letzten Teils in diesem Kapitel. Tamar sendet hin und schickt Gegenstände. Vers 25, von dem Mann bin ich schwanger, dem dies gehört. Und sie sprach, erkennst du auch, wem die Siegel und diese Schnur und dieser Stab gehören? Jetzt ist es soweit. Judah erkennt die Gegenstände. Judah erkennt sich selbst. Er weiß, dass er es war, von dem Tamar schwanger geworden ist. Diesen Moment mögen alle Leichen im Keller des Judas vor seinem Auge aufgetaucht sein. Der Brudermord. Ja, der Bruderverkauf. Vater, erkennst du diesen Rock? Siehe, ob es das Rock deines Sohnes ist. Die Lüge und der Betrug seinem Vater gegenüber. Das falsche Spiel, das er gespielt hat. Die Bindung an nichtgläubige Freunde und Frauen. Die Trennung von der Familie, die Yahweh nachfolgen wollte. Die falsche Einschätzung seiner Söhne, das Unbekümmertsein darüber, was sie treiben. Der Machtmensch, der er war, die Missachtung von Frauen, die er an den Tag gelegt hat. Das sexuelle Vergehen, dessen er selber schuldig geworden ist. Die Überkompensation, wo er gerade noch gerufen hat, hinaus verbrennt. All das mag ihn in diesem Moment vor Augen gestanden haben. Denn das, was er jetzt sagt, in diesem Nathan-David-Moment,
ist unglaublich. Das, was jetzt kommt, ist ein Wunder. Das ist nicht anders zu erklären. Er erkennt, dass er schuldig ist. Er drückt es so aus, nach der neuen Lutherbibel: Sie ist gerecht, ich nicht. Und von dem Moment ändert Judah sein Leben. Dieser Moment, in dem er das sagt, liegt wahrscheinlich zeitmäßig zwischen dem ersten und zweiten Besuch der Brüder in Ägypten, wo es schon eine Hungersnot gibt, wo er hingeht. Vor dem nächsten Besuch stellt er sich als Bürger dar. Ich gehe für Benjamin, Vater. Vor Josef tritt er auf als der, der für die Brüder spricht. Er hält die längste Rede der Brüder vor diesem Kanzler in Ägypten und sagt: Nimm mich, bitte nimm mich, lass Benjamin nach Hause gehen. Judah ist der, der von Herzen gewandelt scheint. Er muss sich mit seinem Vater versöhnt haben. Er muss ihm bekannt haben, warum das so ist, dass Josef noch lebt. Sein Vater in Kapitel 49 gibt Judah den erstgeborenen Segen. Judah wird der, der gepriesen wird von seinem Vater. Judah, was ist passiert? Er hat in diesem entscheidenden Moment seines Lebens die alles wichtige Entscheidung getroffen. Schluss mit Selbstsucht. Schluss mit geistlichen Maßstäben, mit denen ich über andere herziehe. Schluss mit Unreinheit und Uneinheit. Schluss. Und hin zu Gott. Im Neuen Testament wird Judah noch ein paar Mal erwähnt, im Stammbaum des Jesu. Dort taucht auch Tamar auf. Und dann im letzten Buch in der Offenbarung, in Kapitel 5, Vers 5, bekommt Jesus einen Ehrentitel. Dort wird Jesus genannt, der Löwe aus dem Stamme Juda. Es heißt nicht der Löwe aus Ruben oder der Löwe aus Levi, der Löwe aus Simeon, der Löwe aus Josef. Es heißt der Löwe aus Juda. Wer hätte je gedacht, dass nach den Ereignissen, die in diesem Kapitel geschildert werden, die messianische Linie noch einmal durch Juda durchgehen würde? Mit all diesen Skeletten in seinem Keller. Wer hätte je gedacht, dass Jesus diesen Titel tragen würde? Jesus war sich nicht zu schade, sich Löwe aus Juda zu nennen. Aus den Leichen im Keller des Juda wurde der Löwe aus dem Clan des Juda. Fantastisch. Auch wenn Gott hier nicht erwähnt wird in diesem Kapitel, wenn es um Juda und Tamar dann geht, Gott ist da. Gott wirkt. Gott erreicht das Herz eines unmöglichen Menschen. Das ist frohe Botschaft, liebe Leser und Hörer des Wortes Gottes. Es ist möglich, wenn Gott im entscheidenden Moment in dein Blickfeld gerät, dann greif zu. Wie sagte der Bischof Myriel noch einmal? Mit dem Silber habe ich deine Seele erkauft. Petrus drückt es besser aus. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern ihr seid mit dem kostbaren Blut Jesu Christi errettet. Einem Lamm ohne Fehler und ohne Flecken. Das Lied des Juda, das er vielleicht im Himmel dann aus vollen Herzen singen wird, könnte das Lied sein, das wir jetzt gleich singen werden. Amazing Grace. Ich wünsche uns allem,
dass wir diese wunderbare Gnade im entscheidenden Moment unseres Lebens sehen und dann den richtigen Weg wählen. So wie Juda. Möge der Löwe aus Juda euch helfen dabei. Amen.